trete nicht auf eine Falle. Warte, ich muss Morrigan erstmal schützen hier. Ja? Kommt wahrscheinlich. Nee, kommt doch noch nicht zu spät. Ich dachte. Ich bin dein Schicksal. Warum lassen Sie uns nicht in Ruhe? Ich hätte gerne eine Trophäe. Das war's? Tja. Sag das nicht zu früh, da kommen mit Sicherheit noch mehr. Na, ja, sag ich doch. Ich spiele sogar. Alte dunkle Brut. Ja, hallo? Könnte mal einer da was machen? Was zu bieten. Aber Shale kann aufsteigen. Seht ihr das da? Das ist eine Falle. Ja. Ich sammle hier Wundumschläge ohne Ende. Ach Gott sei Dank wird vorgespeichert. Wir bekommen jetzt bestimmt Ärger. Ja, in Ordnung. Morrigan. Shale, was geht mit dir? Dann greif wenigstens die da an. Schon hier nicht mitmachen willst. Ja? Ich brauche auch einen. Sag mal, Shale, bist du irgendwie auf den Kopf gefallen? Nein! Ach nein, das glaube ich jetzt nicht.
etwas an den ungünstigsten Stellen ab. Ständig bröckelt etwas an den ungünstigsten Stellen ab. Beim Erbauer! Wie werde ich nur das ganze Blut wieder los? Mein Gott. So, jetzt habe ich das verstanden. Die Schüssel hätte ich auch da lassen können. Nicht dran gedacht. Ich dachte, Shale erkennt hier seinen. Oder muss man dafür den noch mal ein bisschen bearbeiten? Hm. Ja. Das soll ich wohl behalten, nicht wahr? Na schön. Genau so wird es geschehen. Ich spüre weitere dunkle Brut. Ich auch. Auch eine ganze Horde von denen. Oh no, ey, ich hasse die wieder. Oh, Morrigan hat ein Problem. Boah, die Morrigan wird aber richtig bearbeitet hier. Oh, ich habe keine Spidey mehr. Wie ihr wünscht. Warum ist jetzt mein Hund? Ach so. Ich wollte schon sagen. Hä? Warum ist ein Hundi jetzt weg? Ne, von hier kamen wir nicht. Ich hab schon gerade Angst gehabt, dass ich wieder zurückgerannt bin. Es wird auf jeden Fall gespeichert. Das ist schon mal. Ja, jetzt weiß ich auch, warum gespeichert wird. Ey. Das glaub ich jetzt nicht.
Buddy ist schon tot. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Am fünften Tag kehren sie zurück und das nächste Mädchen ist an der Reihe. Am sechsten Tag hören wir in unseren Träumen ihre Schreie. Also reimen kann sie echt am gut. Am siebten Tag wuchs sie, denn sie hatten ihr in den Mund gespuckt. Ach, Spinnen. Ja, das war sowas von scheiße klar, ne? Am achten Tag wuchs unser Hass, denn sie wurde geschändet. Am neunten Tag grinste sie und fraß ihresgleichen. Reizend. Jetzt heißt es für sie fressen und morden, denn sie selbst ist zur Bestie geworden. Wie ihr wünscht. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen. Was ist das? Ein Mensch? Langweilig und unwahrscheinlich. Zur Futterzeit bringen sie nur Verwandte und welche aus dem Clan. Ich quäle mich selbst. Ihr seid ein Traum von fremden Gesichtern und offenen Türen. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Ist das Verderbtheit durch die dunkle Brut? Es sieht so anders aus. Verderbtheit? Das waren die Männer. Ihre Wunden eiterten, ihr Verstand löste sich auf. Sie sind wie Hunde, marschierten voran, starben als Erste. Nicht wir, nicht ich, nicht Laryn. Wir wurden nicht verwundet, wir wurden gemästet. Mit Freunden und Fleisch. Blut. Und ich konnte mir nur wünschen, dass sie Laryn zuerst nahm. Ich wünschte es mir, damit ich verschont blieb. Aber ich musste zusehen. Bei der Veränderung zusehen. Wie erträgt man das? Wie ertrug Branka das? Branka? Wo ist sie? Nicht von Branka reden. Was sie getan hat. Mögen die Ahnen uns schützen und mir vergeben. Ich war ihr Hauptmann und habe sie nicht aufgehalten. Ich habe sie geliebt, konnte sie jedoch nicht umstimmen. Ihr vergeben? Aber nein, man kann ihr nicht vergeben. Nicht für das, was sie getan hat, was aus ihr geworden ist. Was hat sie getan, Hespif? Was hat Branka getan? Ich werde nicht von ihr reden. Von dem, was sie getan hat oder was aus uns geworden ist. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde nicht zu dem werden, was ich gesehen habe. Nicht zu Laryn. Nicht zu Branka.
Ach, jetzt ist sie auf einmal auch weg. Okay. Ach nee, da rennt sie. Hä? Sie war besessen. So lautet das Wort, doch es ist nicht stark genug. Gesegneter Stein. In ihr war nichts mehr. Nur noch der Amboss. Aber da kann nicht. Na, mach doch was! Steh doch auf, du doofe Kuh! Das ist deine Strafe! Oh, ich brauch schon eine Wundheilung, ey. Halt! Warum auch nicht? So. Einer ist schon tot. Das macht Morrigan. Super. Jetzt ich. Geil. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Unheilvolle Tür. Hört sich sehr schlecht an. Ich eh nicht aufkriege. Wir wollten fliehen, aber sie haben uns gefunden. Sie nahmen uns alle und verwandelten uns. Mhm. Bonama, ich dachte, es wäre längst zu Staub zerfallen. Jetzt kriegen wir bestimmt Ärger. Könnten wir uns nicht einfach friedlich einigen? Nein? Ja, schon wieder ein Kampf. Aber wir brauchten ja den Schlüssel. Die Männer töten sie. Das ist eine Gnade. Sie wollen die Frauen berühren, verformen, verändern, bis in dir nur noch sie sind. Oh, das hört sich so widerlich an, ne? Ich speichere das jetzt definitiv ab. Sie haben Laryn genommen. Sie musste unsere Freunde essen. Ihrem Ehemann das Gesicht abziehen. Und sein Blut trinken. Das ist nicht schön. Ach, es wird schon automatisch gespeichert. Und während sie aß, wuchs sie. Sie schwoll an, wurde grau und roch dann so wie sie. Sie haben sie zu ihresgleichen gemacht. Und dann machte sie mehr von ihnen. Eine Brutmutter. Brutmutter. Ja. Boah. Hoffentlich kriege ich die tot. Hoffentlich kriege ich die tot. Hoffentlich kriege ich die tot. Ich kriege die bestimmt nicht tot. Jetzt kommt taktisch. Taktisches Arbeiten muss jetzt. Ach, die andere sieht wesentlich besser aus. In wie heißt in Awakening. Awakening. Ach ja, so, Moment. Ich muss erstmal überlegen. Wir müssen auf jeden Fall sie. Nein. Angreifen. Mit allem, was wir haben. Los. Dunkle Brut. Ich verstehe. Oh, das wird
Ich kann nicht sehen. Okay, Morrigan als erstes. Ich weiß, so wird es geschehen. Okay, jetzt ich. Verstehe. Hä? Warum hat Schädel nichts genommen? Wie kannst du es wagen? Okay, bei allem, was ist, ich darf Morrigan nicht verlieren. Ja? Warum? Ich hab sie verloren, das glaube ich jetzt nicht. Nein. Ja, in Ordnung. Aber selbstverständlich. Ach Mann. Nieder mit dir. Dieses. Wie kriege ich die denn tot? Die. Hallo? Wieso macht die nichts? Die bewegt sich nicht. Was zum Teufel soll das denn? Nein! Fuck. Schaffe ich doch nicht mal. Das ist ganz schön. Tot. Da brauche ich jetzt gar nicht gucken. Ja. Ganz schön zäh.
Ja, komm, lade letzten Spielstand. Jetzt muss ich taktisch. Ich weiß nicht, wie ich da vorgehen soll. Und sie aß, wuchs sie. Sie schwoll an, wurde grau und roch dann so wie sie. Brutmutter. Okay, Moment. Pass auf. Machen das jetzt so. Shale. Schnappt sich den. Und Ogryn auch. Morrigan. Hier. Wie wäre es damit? Spinne und Hund? Spinne und Hund sind nicht da. Selbstverständlich. Warum auch nicht? Ja. So. Jetzt machen wir es ganz einfach. Ich verstehe. Du hast ja wirklich eine Vision. So, jetzt gehen wir erstmal alle hierher. So. So. Die kommen da nicht durch, das glaube ich ja nicht, ey. Okay. Ja!
Genauso wird es geschehen. Ja? Ja, hallo! Ja. Okay, okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben. So. Ogryn killt den. Und Shell kommt ihm zu Hilfe. Oh. Morrigan killt den. Und ich nehme mal einen richtigen Wundumschlag. Zauberhaft. Und kill auch den. So. Ich kill den. Morrigan killt den. Ogryn den und Shell den. Ja. Los. Hol Schädel! Schnallen wir uns ein bisschen an. So, Stopping. Ich nehme sie. Morrigan nimmt sie. Ogryn die. Und Shell auch die. Zerschmettert zu werden. Warum mache ich nichts? Ich habe gesiegt. So. Angreifen. 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 Morrigan. Aha. Okay, Shade ist tot. Geht doch. Daher kommen sie. Darum hassen sie uns. Darum brauchen sie uns. Deshalb nehmen sie uns mit und füttern uns. Aber die wahre Abscheulichkeit besteht darin, dass jemand das zugelassen hat. Ranka, meine Geliebte. Der Stein hat mich bestraft, Traumfreund. Ich sterbe an etwas, das schlimmer ist als der Tod. Verrat. Boah, dieses Bumm. Oh. Alter Schwede.